Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock. Ableben hat ja, wie wir mittlerweile wissen, manchmal eine ganz schöne Ader an sich. Mhm. Aber wusstet ihr auch, dass es manchmal etwas jetzt Magisches hat? Mhm. Abracadabra, dreimal schwarzer Katakomben. Ja, ich bin auf meiner Suche nach extrem humorvollen Exkriminierungen über eine ganz besondere Art des körperlichen Endlagers gestoßen. Abgedankte Zauberer, Magier und Illusionisten, alle auf grandiose Weise ins Jenseits angetreten. Ins Licht Mir gefällt die Wand hinten bei Ihnen, die Tapete, Alter, so schön glatt blau. Schaut, da wo es Uri heller wurde, zum Geist geworden. Houdini. Oder zum Chris Angel. Und da muss ich nicht mal einen Witz machen. Aber gut, Christopher Nicholas Sarang. Stimmt. Lebt ja noch, der hat nur seine... Ah, hätte ich... Mann, verdammt. So, jetzt passt es. Ehre um die Ecke gebracht, kommen wir also zu den mortalisierten Magiern, die sich wirklich die Seele aus dem Körper Hufvudderkadavras haben. Oh. Vielleicht stimmt es ja doch und ich kann dich einfach dazu Mentalisten zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Ich kam gerade aus der Wäsche. Ist das blöd? Und damit, hey Leute, ich bin's wieder, der größte Zauberer der Welt aus dem Internet. Und ich weise euch heute in die größten Geheimnisse der Zauberwelt ein, aber zuerst mit Geschichte. Was überhaupt ist ein Magier? Wo kommen die her? Sind es gottgesandte Wesen, die in einer völlig falschen Zeitperiode aus dem Himmel fallen, nur damit man denkt, das ist eine absolut drittklassige Serie, die kein Recht hat, so teuer gewesen zu sein? Bin ich vielleicht ein Magier? Ja. Weil ich den hier kann? Oder den hier? Toll! Hat gut funktioniert. Ich glaube, nein. Der moderne Magier muss da schon ein klein wenig mehr im Ärmel haben. Magie als Entertainment. Vor allem da heute durch so lange, wie die ganzen Social Media wie TikTok und Instagram ja mittlerweile auch durch die ganzen Videos viele die Magier-Tricks dort zeigen, wie die funktionieren. Ich meine, auf einer Seite finde ich es nicht schlecht, weil mich hat immer mal interessiert, wie manche Tricks funktionieren und dadurch weiß ich das jetzt. Aber andererseits nimmt man dadurch auch die Illusion, wenn man dann irgendwann jeden Trick weiß. Deswegen muss ein Magier sich auch immer wieder neue Tricks einfallen lassen. Menschen gibt, ganz simpel gesagt. Schamanen, Geisterwandler, Alchemisten, Hofzauberer, das Prinzip war eigentlich immer gleich. Verarsch dein Gegenüber so gut, dass er dir dafür noch gratuliert und dich bezahlt. Zusammen mit der Aufklärung sind Magier und alle Synonyme dafür dann aber langsam von der hoch angesehenen rechten Hand des Stammesführers oder Königs sprichwörtlich auf die Straße gesetzt worden und für lange Zeit waren Zaubertricks nur in der Straßenkünstlerszene unterwegs. Aber dann kam eines schönen schottischen Tages John Henry Anderson um die Ecke und hat praktisch im Alleingang die gesamte Branche des modernen Bühnenzauberers aus dem Hut gezaubert. Und während das offensichtlich sehr viele sehr interessante Tricksereien ins Spotlight gebracht hat, hat es auch zu einer Menge Hupsis geführt. Viele Tricks sind nämlich gar nicht übernatürliche Magie. Nein, doch. Sondern einfach nur gute Planung, Trug und Stunts. Und während John mit 60 friedlich eingeschlafen ist, hatten seine Nachfolger und Mitstreiter manchmal nicht so viel Glück. Zum Beispiel Madame Delinsky, die 1820 meisterhaft ihre Seele ins Nachleben verschwinden ließ. Oh nein. Zusammen mit ihrem Mann war Madame Delinsky 1820 bei Prinz Wilhelm dem Ersten in der Zaubershow eingeladen und alles ist gut gelaufen. Bis es nicht mehr gut gelaufen ist. Und für den nächsten Trick, den Bullet Catch, hat sie... Naja, einen Bullet Train genommen. Wer hat die Bullet gecatcht? Für die Leutchen, denen der Name jetzt noch nicht offensichtlich genug ist. Piu! Look, there's the bullet. Bei diesem ungefährlichen Zauberwunder fängt der ausführende Magier einen ganz besonderen Schnatz, meistens mit dem Mund oder der Hand oder den Augenbrauen und wow, Magic! Das funktioniert natürlich dadurch, dass unser amtierender Magier Tarn einfach schon das Teil im Mund hat und es einfach nur einen lauten Knall gibt. Und das war bei Madame Delinsky auch nicht anders. Das wäre eigentlich echt geil, wenn er eine echte Kugel mit dem Mund fängt. Hat die echt... Es ist ja eine echte Kugel, auch wenn sie so ankommt und dann so... Das fünf Schützen der königlichen Garde wurden insgeheim mit Knallerbsen ausgerüstet. Insgeheim? Das Problem war nur, dass einer der Männer so nervös war, dass er die linke und rechte Hosentasche verwechselte und die Kanüle dadurch schärfer war als Habanero-Soße. Na jetzt hör mal auf, wer tut denn die echte mit der unechten Munition zusammen? Die tut man doch weit weg bei sowas. Ich würde die Gewehre alle nochmal selber prüfen. Entsprechend hat er dann Madame Delinsky weggezaubert. Also war es ein neues Mikrofon? Okay, also ist ja nicht ihr Trick gewesen, sondern der Trick von denen, der halt echt geschossen hat. 1840 kam es dann zu einem ähnlichen Fall beim gleichen Trick. Oh Mensch, man könnte fast glauben, dass das einfach keine gute Idee ist. Arnold Buck wollte für das Fangen via Schneidezahlen einer Person aus dem Publikum das Knatterbrett geben, damit niemand sagen kann, dass
die nicht echt wär oder seine Bühnenhelfer Paid Actors waren oder sonst was. Womit er aber nicht gerechnet hat, ist, dass der Zuschauer Nägel noch ins Rohr geschoben hat und ihn dann mit einem selbstgebauten Nicer Dicer an die Wand getackelt hat. Warum hatte er Nägel bei einer Zaubershow dabei? Ja, das frag ich mich auch. Vielleicht, weil es so spannend war, damit er die abkauen kann. Nom nom nom. Nee, man weiß es nicht. Etwas später, nämlich genau... Gott, war doch geplanter Mordanschlag, Alter. 1900 ist dann die nächste größere Bekanntheit gefolgt, nämlich Balabrega oder John Miller, wenn man auf den Ausweis guckt. Allerdings war sein Bühnenname Programm mit lautem Baller, hat es nämlich bei ihm auch geendet. Für einen Auftritt in Brasilien waren er und sein also, Team Magier nämlich ist doch seine nicht so ein ungefährlicher Motte zum Feuertrick am Aufbauen. Der klappte eigentlich so, dass sich 6 Assistentinnen als Motten verkleiden und er sie in einer Flamme verschwinden lässt. Oh nein. Das Problem in Brasilien war allerdings, dass sie nicht ihr normalerweise genutztes Gas für das Feuer da hatten. Selbes Prinzip wie bei deiner Heizung gerade. Und weil du im 1900er Brasilien also nicht so schnell zu Ubi konntest für eine neue Flasche Propan, wurde halt improvisiert mit dem Gas, das zu der Zeit aus industriellen Gründen präsent war. Nimm niemals irgendwas anderes, was du dann vorher noch nie geprobt hast. Na gut, die Probe wäre dann vielleicht das letzte gewesen, aber Alter! In diesem Falle Ethin. Aber jeder, der im Chemieunterricht aufgepasst hat, weiß... Improvisieren ist grundsätzlich schlecht. Ja, jeder, das meine ich noch doch. Jeder, der mehr aufgepasst hat, warum der macht weiß, das nie? Ist das Gas mit dem höchsten Brennwert und ist extrem reaktionsfreudig. Und der weiß auch, dass die Zündtemperatur beim richtigen Luftverhältnis auf 305 Grad Celsius fallen kann. Und das wiederum ist eine Temperatur, die schon entsteht, wenn du nur 2 Stück Metall unglücklich aneinander vorbeikratzt. Überleg mal, wie ein Feuerstahl funktioniert. Feuer. Mhm. Sollte meine Nummer 1 Priorität sein. Jetzt noch für alle, die überhaupt nicht aufgepasst haben. So verbrennt Propan, wenn man eine Flamme dran hält. Und so verbrennt Ethin, wenn du zu fest mit einem Hammer auf einen Nagel haust. Und das hat Zaubermann Ballermann alles leider nicht gewusst und hat sich und eine seiner Motten... Oh nein. Also wenn man schon mit sowas rumhantiert beim Zaubern, finde ich, sollte man sich damit auseinandersetzen, wie was funktioniert und was mit welcher Zusammensetzung wohl passieren könnte. Naja, genau wie die Motten im Deckenfluter. Naja, hätte der mal Chemieunterricht bei Herrn Knecktis gehabt. Der wusste noch, wie man seinen Schülern Respekt vor den Chemikalien beibringt. Ähnlich warm, dafür weniger impulsiv, das war das Kind des großen gewesen. Lafayette, amtlich bekannt als Sigmund Neuberger aus München. Und man muss sagen, der war wirklich eine große Nummer. Bei seinen Tourneen mit 40 Angestellten, Künstlern und einigen Tieren, darunter ein Löwe, kam er auf ein gesundes Jahresgehalt von umgerechnet 3,5 Millionen Dollar und konnte sich damit echt gut sehen lassen. Ja gut, in Deutschland geht die Hälfte an die Regierung. Die Hälfte, ja, die Hälfte. 1911 gar nicht mehr gesehen wurde. Und zwar nicht durch Hollywood-Stunts oder eine 5 in Chemie, sondern durch etwas völlig außerhalb seiner eigenen Kontrolle. Zur Vorführung seines Markenzeichentricks. Der Löwenbraut musste sich Lafayette nämlich selbst zusammen mit einer seiner charmanten Darstellerinnen in einen Käfig setzen und normalerweise wird er dann in eine Großkatze verwandelt. Hui. Und während das natürlich eigentlich durch Hintertürchen und doppelte Böden bewerkstelligt wird, ist während der Vorführung eine Fackel umgefallen und hat die Bühne in Brand gesetzt. Oh, nicht das ist ideal. Nicht gut. Und die Zuschauer? Vor allem im geschlossenen Raum nicht. Nö, die dachten erstmal, dass das alles dazugehört. Na gut, was willst du in so einer Zaubershow denken, ne? Wenn auf einmal, du randierst da rum mit irgendeinem Trick und auf einmal brennt die Bühne. Da würde ich wahrscheinlich auch erstmal denken, ach, das gehört bestimmt zur Show. Der Theaterbesitzer, das Orchester God Save the King hat spielen lassen, sind die Leute draufgekommen, dass es gerade brennt. Und dass das nicht gut ist. Und okay. Dann sind sie weggelaufen. Kann mir einer erklären, warum? Währenddessen wird auf der Bühne der Vorhang runtergelassen. Das Problem daran ja, der brennt aber, auch. Der schwer brennbare Vorhang in Kombination mit dem leicht brennbaren Bühnenbau und dem Luftzug, der unter dem Vorhang ins Feuer gezogen ist, man kann echt nicht noch blöder sein, hat den Bühnenbereich praktisch zum größten Hochofen der Zeit gemacht. Und resultiert wurden Lafayette, Dame und die Katze. Kennt ihr diese Sandwich-Toaster? Alter, einmal in den Opti-Grill und miam, miam, miam. Do you want your steak rare, medium or well done? Sandwich-Toaster sind geil. Junge, der ist eh, ich will nur ein Sandwich toasten und keine Hightech-Anlage aus meinem Sandwich machen. Junge, das ist doch viel zu... Abracadabra, ja. Einmal schwarzer Kater und... Ich habe so einen einfachen Sandwich-Toaster gehabt, der ist leider kaputt gegangen. Den hast du in die Steckdose gesteckt, dann wurde der warm. Dann hast du ihn bloß zugemacht. Und wenn es fertig war, hast du ihn wieder aufgemacht, den Stecker rausgezogen, damit er wieder abkühlt. Ohne Knöpfe, ohne alles. Ohne irgendwelchen Schnickschnack. Ein einfacher, simpler Sandwich-Toaster. Heute musst du erstmal studieren, um so ein Ding zu bedienen. Ja, Disclaimer. Next Case ist ein bisschen weird, aber damals war sich als andere Ethnien verkleiden noch eine valide Form von Entertainment. Und damit sagt Hallo zu Chang Ling oder mit Echtnamen William Elworth
Robinson. Ja, er war eigentlich New Yorker und sein Marketing bestand darauf, sich als generischer Chinese auszugeben. Uff, wie ist er disconnected 1918? Ihr wisst es doch schon. Jetzt alle zusammen! Ein Bullet Catch ist schiefgelaufen, genau. Hört auf mit diesem Trick, wenn es nicht klappt. Diesmal hat aber niemand falsch geladen oder genagelt. Nein, William hat ein... falsch genagelt. Oh Mann, das hört sich sehr gut an. Einfach nur sein Ding nicht ordentlich geputzt. Und dann noch... falsch genagelt, weil er sein Ding nicht richtig geputzt hat. Man kennt es. Sowas kommt öfter mal vor. Sein Teil bringt nämlich zwei Kammern. In eine geht die Kugel und in die andere geht der Schreckschuss. Blöd ist der Aufbau, aber dann, wenn sich durch Schmutz der Mechanismus verklemmt und dann beide Kammern auf einmal geleert werden. Und mit den letzten Worten, irgendwas ist schiefgelaufen, lass den Vorhang runter, ist er dann gegangen. Und jetzt zurück zu weniger problematischen Darstellern. Als nächstes haben wir nämlich Houdini, den Magier schlechthin. Und ja, auch er hat verglichen dämlich abgedankt, allerdings nicht, weil er dumm war, sondern die Vollidioten um ihn drumherum. Ein bisschen auch er, aber ihr seht gleich, was ich meine. Houdini war für eine ganze Runde an Tricks sehr, sehr berühmt in Festungskunst, Körperbeherrschung und Luft anhalten. Sehr lange. Ja, das kann ich auch mal gut sehr lange nicht. All den Sachen, die Houdini bei seinen Shows seinen Stempel gegeben hat. Luft. Luft. Gleichzeitig war er auch übrigens gegen falsche Zauberei wie Hellseher oder Wahrsager. Sein Kram hat nämlich wirklich auf fast unmenschlichem Training und Kontrolle basiert, während irgendwelche Orakel einfach nur sein Horoskop vorlesen. Aber dazu kommen wir noch. Erstmal sein Ende. Neben klassischer Entfesslerei war Houdini außerdem noch für seine absolut zicken Ärzte bekannt und für die Aussage, dass er jedem Schlag in die Magengrube widerstehen könnte. Das wollte ein Student namens Jocelyn Gordon Whitehead persönlich ausprobieren und hat Houdini in seiner Garderobe in Montreal aufgesucht und naja... ihm dann fett in die Wampe Houdiniet. Und während das jetzt vielleicht kein Problem an sich gewesen wäre, hat es der Situation nicht positiv beigetragen, dass Houdini seit mehreren Tagen Bauchschmerzen hatte, die, wie sich dann später herausstellte, von einer Blinddarmentzündung kamen. Oh nein! Houdini hat mit Schmerzen so noch drei Tage weiterperformt, bis er dann auf Flehen seiner Frau endlich mal zum Arzt ist. Ja, dort eine Bauchfellentzündung ausgelöst, durch die ganze Darmsoße festgestellt wurde. Und die schon geplatzt. Recht schnell aus dem Leben Houdini tat. Der andere Typ wurde übrigens nicht angeklagt, weil man ihn nicht direkt für die Bauchfellentzündung verantwortlich machen konnte. Wie gesagt, Houdini war dafür bekannt, dass da ab und zu mal jemand gegen seinen Bauch streichelt. Aber damit war es noch nicht vorbei bei ihm. Er war ja nur tot. In Gedächtnis an seine Arbeit. Er war nur tot, was kommt noch? Kurz vor seinem Blinddarmschlummer mit seiner Frau einen perfekten Plan ausgeheckt. Sie sollte nämlich nach seinem Ende so viele Spirituisten wie möglich zu sich einladen und fragen, welches Codewort er mit seiner Frau vor seinem Tod ausgetauscht hat. Er versprach nämlich, dass er jedem, der danach fragt, via Geist, Telepathie oder sonst was dieses Codewort gibt. Und so hat er selbst 10 Jahre nach Verfallsdatum noch Fakes und Frauds entlarvt. Und wisst ihr, wer ebenfalls cool war? Benjamin Rucker, auf der Bühne bekannt als Black Herman. Dessen zauberhafte Geschichte fing als eher unzauberlicher Quacksalber an und seine Vorstellungen waren gespickt mit magischen Heilungen und seinen Tinkturen. Als allerdings sein Mentor und Showpartner Prince Herman 1909 ins Grab dissipiert ist, hat Benjamin die Show weitergeführt und den alternativmedizinischen Teil der Show aus dem Programm gestrichen. Und damit war er dann echt erfolgreich, hauptsächlich mit Befreiungstricks, Levitation, Hasen aus dem Hut zaubern und seinem Signature-Move live den Jesus machen. Also begraben werden und nach 3 Tagen wieder aufstehen, um die Show vorzuführen. Alter, einfach in der Bibel einen Zaubertrick gesucht. In der Bibel? Anzeige. Ja gut, man könnte jetzt natürlich denken, dass die Geschichte dahin geht, dass er mal ein bisschen zu tief vergraben wurde oder die Tage nicht mehr richtig zählen konnte, aber nein. Black Hermans Herz hat einfach irgendwann Ciao gesagt. Und das Weirde an der Geschichte kommt nur das davon, dass seine Zuschauer das wiederum nicht geglaubt haben und dachten, das wäre nur die neue Version von seinem Ostertrick. Gelöst wurde die Situation dann dadurch, dass ihn sein Assistent Washington Reeves in einem Sarg ausgestellt hat und jeder Zuschauer ihn für 10 Cent mit einer Nadel pieksen durfte, um zu sehen, dass der auch wirklich nicht mehr streamt. Er ist tot und verdient noch Geld. Jetzt kommt doch die Helden, Alter. Weil... der nicht mehr live war. Allerdings wurde nicht damit gerechnet, wie viele Leute einen magischen Trick für wahrscheinlicher gehalten haben und so musste sein Körper für eine Weile an einem Bahnhof zwischengeparkt werden, um ihn vor dem endlosen Andrang an mit Nadeln bewaffneten Fans zu schützen. Ein paar Tage später konnte man ihn endlich das letzte Mal in Bronx, New York unter die Erde bringen. Was, Alter? Hier, meine Damen und Herren? Was ist mit den Menschen nicht in Ordnung? Das ist ein Video mit mehr dummen Toten. Ich würde es mir angucken. Ist ja lustig, aber wir lachen hier nicht. Aber ich glaube, das haben wir schon. Wir hören nochmal in den Hut. Aha. Gut. Ich zauber mich weg. Ach so. Wow. Oh.
Das war ein geiler Bild. Okay, das war aber echt interessant. Also eins ist jetzt klar. Ich werde niemals Zauberer. Da springe ich lieber Fallschirm ohne Fallschirm. Das ist ungefährlicher. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.